So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Core-Set 2021. Das gute Core-Set, wo was sau viele gute Karten drin hatte, was aber mitten in der Pandemie kam, wo halt niemand Karten haben wollte. Also zumindest im ersten Lockdown, sage ich es mal so. Und dementsprechend ist das sehr, sehr untergegangen. Gucken wir uns das Set mal an. Keen Glidemaster, Human Soldier. 2 Mana 2-1, für 3 Mana kriegt der Fliegen bis zum Ende des Zuges. Core-Sets sind ja eher ein bisschen Basics und haben so die Base-Mechanics drin. Deswegen, ja, Village Rites, sehr, sehr starke Karte. Ein schwarzes Mana Instant. Wir können als zusätzliche, beziehungsweise müssen als zusätzliche Kosten eine Kreatur opfern und ziehen 2 Karten. Das wurde damals im Rakdos Sacrifice gespielt. Im Grixis Delver. Ja, das war gut. Was haben wir denn hier? Port Klein Lines. 1 Mana 0-3 Defender. 2 Mana, wir können eine Kreatur opfern, eine Karte zu ziehen. Die Kreatur, die wir opfern, ist ein Defender. Okay. Legion Judgment. 3 Mana, wir zerstören eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr. Sorcery. Nicht schlecht. Bone Pit Brood. 6 Mana, 4-5, muss von 2 Kreaturen geblockt werden. Hat also Menace. Und wenn er angreift, kriegt eine Kreatur plus 4, plus 0, bis zum Ende des Zuges. Okay. Vodalion Arcanist. 2 Mana 1-3, tappen, kriegt ein farbloses, kann man nur für Instant or Sorcery benutzen. Meh. Nicht so geil. Staunch Shieldmaid, 1 Mana 1-3, Dwarf Soldier. Ja, den hätte man in das D&D-Set tun können. Lillian Stewart, was? Ah, hier stimmt, hier die Liliana-Karten und so weiter, die haben ja alle dieses Artwork. Und auch die anderen Planeswalker-Karten. 1 Mana 1-2, tappen, wir können den opfern, um einen Spieler die Hand vorzuzeigen. Nee, er wirft einfach eine Karte ab. Okay, tappen, opfern, der geht einfach nachher ab. Kann man nur wie eine Sorcery benutzen, das macht's halt ziemlich bad. Turret Ogre, 4 Mana, 4-3 mit Reach, also Reichweite, was ziemlich krass ist, weil er ist halt hier oben. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kann er eine Kreatur, wenn man eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrolliert, fügt es jedem Gegner 2 Schaden zu, was ganz cool ist. Deviant Strike, 1 Mana, Instant, eine Kreatur kriegt plus 1 bis 0, ziehe eine Karte. Hier ist ein weißer Cantrip, das ist das Beste, was wir an weißem Kartor damals hatten. Siege Strike, 3 Mana 1-1, Doppelschlag, okay. Immer wenn er angreift, kann man eine beliebige Anzahl an ungetappten Kreaturen tappen. Der kriegt plus 1 bis 0 für jede dieser getappten Kreaturen. Human Soldier, sehr, sehr, sehr cool tatsächlich. Sanctum of Cold Waters, stimmt, damals gab es so ein Sanctum-Deck. Boah, das war grausam. 4 Mana Legendary Enchantment Shrine. Ja, es ist ein Shrine-Deck, nicht Sanctum. Sorry. Zu Beginn des Versorgungsmoment, beziehungsweise der Pre-Combat Main Phase hierbei, zieht man X-Karten, wobei X die Anzahl an Shrine ist, die man kontrolliert. Wenn man das macht, wirft man eine Karte ab. Hammer. Twin Blade Assassin, 5 Mana, 5-4, wenn sie zu Beginn des Endsteps, wenn eine Kreatur gestorben ist, dürft ihr eine Karte ziehen. Gar nicht mal so bad. Und unsere Rare ist, die ist sogar nützlich. Teferi's Ageless Insight. 4 Mana legendäre Verzauberung. Und immer wenn man eine Karte ziehen würde, außer die erste in einem Zug, zieht man stattdessen 2. Das ist schon ziemlich gut, gerade mit Brainstorm und Ähnlichem. Dann haben wir eine Plains und einen Goblin Wizard, der dazu führt, dass man Goblin Wizard diesen Token mit Meddling Mage ansagen kann, weil es eine Kreatur gibt, die Goblin Wizard heißt. Lustiger Side-Fact. Am Ende, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.